Das hat Rossigerin gut gemacht. Und jetzt von außen auch das Tor für Rostock. Zum 10:9. Und jetzt im Positionsangriff eigentlich schön durchgespielt auf den Außen, aber der muss natürlich rein. Dann. Das ist genau das, was der Trainer ihm gefordert hat. In die Tiefe. Sehr schön umgesetzt. Und jetzt gibt es 2 Minuten. Gegen Theresia Meissner. Spielt Rostock hier eine 5-1-Deckung, nimmt also, versucht also eine Spielerin aus dem Angriffsverbund zu nehmen. Das eröffnet natürlich Schwerin die Möglichkeit, das Spiel breit zu machen, was mit 4 Spielern natürlich leicht gesagt ist. Ist richtig. Muss man natürlich ein bisschen auf den Aufbau verschieben. Jeder hat natürlich mehr Platz für die eigene Bewegung. Aber es passieren natürlich auch Fehler. So wie eben gerade gesehen mit dem Schrittfehler am Mann. Dann natürlich einfache Situation, Überzahl. Luise Scheler, jetzt wissen wir auch, warum die ganze Zeit in Manndeckung war. Ja, da hast du wohl recht. Sie ist groß gewachsen, sie hat auch körperlich was entgegenzusetzen. Und wer soll sie dann oben aus der Luft, wer soll sie da aufhalten? Sie braucht aber auch die einfachen Würfe. Und, oha. Und dann kommt der Ball raus auf Sarah Bischoff und sie macht das sicher rein, 11:11. Schwerin jetzt wieder voll, Theresia Meissner kehrt zurück aufs Spielfeld. Jetzt haben wir den Rostocker Trainer hier immer wieder sagen, hier geht tief, geht tief. Jetzt der Doppelpass, der Pass aufs Außen, so wie gewollt. Laura Fischer kann den Ball halten, aber der Ball prallt dann an den Fuß von Katrin Hilger und es bleibt dabei, das ist für Rostock. Und der Schweriner Trainer jetzt mit der grünen Karte in der Hand für die Auszeit. Ja, Steffen ist mir heute sogar ein bisschen zu ruhig. Ich kenne ihn anders auf der Bank. Passives Spiel angezeigt und passives Spiel abgepfiffen. Er zögert aber noch. Kai, er zögert noch mit der grünen Karte. Wartet die Spielsituation wahrscheinlich ab. Ja, und da hatte... Die Julia hat eigentlich die Lücke gearbeitet, spielt dann nochmal ab und dann ist es zu eng für Theresia Meissner, um da durchzustoßen. Und jetzt der Pass wieder auf Außen von Meissner und durch die Beine. 12:12. Up!
Und Steffen legt die Karte wieder ab. Das können wir von hier beobachten, das können Sie nicht sehen. Der Schweriner Trainer, die grüne Karte jetzt wieder abgelegt hat, mit dem er das Timeout nehmen kann. Jetzt aber der freie Wurf für Rostock, der geht am Tor vorbei und die Kontermöglichkeit für Schwerin. Der Pass von Fischer kommt an und das Ding ist drin. Wie hat der Treffer? 13-11. Ja, so muss es gehen. Jetzt wird die Schweriner Abwehr etwas sicherer. Die Absprache, das Abzählen und ist alles vorhanden. Jetzt greift, wie man so schön sagt, das eine Rad ins andere Rad. Gucken, ob sich das jetzt... Aber noch ein Klatschen zu hören, das passiert allerdings nicht. Ja, Rostocker Trainer fordert. Und dann gibt es doch die 2 Minuten gegen Sarah Bischoff. Und der Anschlusstreffer für Rostock. Wenn man sich das jetzt so ansieht, du sprachst natürlich von einem Fehlerfestival, aber wie weit sind die Mädchen von Grünberg-Schwerin 2 weg von der Mannschaft, die eben Nordharesley schlagen konnte? Ja, ich denke mal, sind sicherlich 1-2 Talente mit bei. Aber der Schritt von der ersten zur zweiten ist natürlich ein enorm großer Schritt. Ein ganz anderer Trainingsaufwand, eine ganz andere Trainingsarbeit. Man wird sehen, wie sich das im Laufe der Saison oder der nächsten 1-2 Jahre darstellt, ob vielleicht ein oder zwei Spielerinnen auch aus der zweiten Frauen die Möglichkeit haben, da zu Kurzeinsätzen zu kommen und mit viel Glück sich auch vielleicht einfach für gewisse Phasen, wenn sich ein Spieler verletzt, festzuspielen. Und das schön am Kreis durchgesetzt durch Brilla Wegner, Britta Wegner und das der Ausgleich. Jetzt gibt es 2 Minuten Strafe für Rostock Süd. Bei noch einer Minute zu spielen in der ersten Hälfte. Das heißt, man wird in Unterzahl die Halbzeit zu Ende spielen und auch noch eine Minute in der zweiten Hälfte in Unterzahl sein. Auszeit genommen von Grünberg-Schwerin, da gibt es ein wenig Konfusion. Ja, aber dafür können wir nichts, wenn er pfeift. Nee, wieso? Wenn die Karte liegt, dann ist Auszeit. Ja, ist ja richtig, dann muss er ja pfeifen. Ja, dann kann er. Da gab es ein wenig Konfusion. Der Missverständnis, ja. Kampfgericht kam etwas spät, nachdem der Schweriner Trainer bereits Auszeit genommen hatte. Aber es hat sich das erledigt und wir haben Auszeit. Ja, die beiden Schiedsrichter sprechen sich auch nochmal ab. Leichte Unstimmigkeit. Aber es ist auch wichtig, dass man in so einem Spiel trotz alledem auch in den kurzen Phasen des Spiels kurze Absprachen tätigt, was Zeitspiel angeht, passives Spiel, allgemeine Sachen. Ja, wenn wir noch kurz die Schiedsrichter beobachtet haben, habe ich meinen Blick rübergeworfen zu Grünberg-Schwerin, wo Julia Hader die fast die gesamte Auszeit in den Knien verbracht hat. Also entweder hat sie sich wehgetan am Arm, so sieht es momentan aus, oder sie ist sehr unzufrieden mit ihrem Spiel, oder vielleicht auch beides. Aber es scheint doch der Arm zu sein, da, wo sie was abbekommen hat. Das ist auch der technische Fehler von Julia Hader. Und das kurz vor der Pause ist natürlich bitter nach der eigenen Auszeit. Und Britta Wegner. 15 Sekunden. Mit 15 Sekunden vor Ende der Partie mit der Führung, der Halbzeit mit der Führung. Und
Juliane Schiller mit dem Wurf von außen ist vorbei. Und es gibt einen Wurf für Schwerin, aber das haben sie zu spät registriert und da ist die Zeit vorbei. So, Halbzeit, Grünwald-Schwerin 2 gegen TSV Rostock Süd, 13 zu 14. So, auf geht's, zweite Hälfte von Grünwald-Schwerin 2 gegen den TSV Rostock Süd, sollte man dazu sagen. Sonst sind die aus dem Norden ein bisschen sauer. 14 zu 13 die Führung für Rostock, jetzt auch mit Ballbesitz. Und jetzt muss Schwerin aufpassen, dass aus dem Topspann nicht ein Fehlstart wird in die Liga. Dann nach dem Sieg gegen Doberan, okay, Stefan hat es gesagt, das war wohl mit das Spiel, was sie gewinnen müssen. Sollte man doch gucken, dass man nicht an Boden verliert. Jetzt war der technische Fehler auf Rostocker Seite. Und wir widmen uns mal dem Spiel heute. Nee, der Ball war aus. Der Ball war im Aus. Technischer Fehler. Richtig gesehen. Nicht wie beim Fußball, dass der Spieler außerhalb des Feldes langlaufen kann, um den Ball weiterzuspielen. Dort ist es so, hat der Ballführende den Fuß auf der Linie, befindet er sich im Aus, dementsprechend auch der Ball im Aus. Wir haben jetzt gerade also Rostock noch in Unterzahl und in 3 Sekunden dürfen sie vervollständigen. Und da passt Franke natürlich auf jetzt, dass der Pass nicht dahin geht und der Pass schnell abgefangen werden kann. Muss dann einen gefährlichen Konterlauf und möglicherweise das Gegentor. Das Auge ist noch drin. Eine kurze Orientierungslosigkeit. Und der Wechsel. Der Wechsel, Sarah Bischoff geht da. Augenblick. Finger im Auge gehabt. Das sagt aber selber, es geht gleich wieder. Geht gleich wieder. Und dann wird es auch weitergehen. Steffen sagt es gerade, lass die Halben laufen. Lass die Halben in die Lücken stoßen. Genau, da kommt es fast zustande. Gut aufgepasst von der Rostocker Abwehr. Umso schlechter dieser Pass. Und wir kommen zu dem Fehler-Festival, was du angesprochen hast. Der technischen Fehler, ja. Es ist, die Halle hat heute wohl so einen kleinen Fluch auf sich. Dass unheimlich viele technische Fehler passieren mit Turnovers. Geht los beim Ballfangen, beim Ballpassen. Oder liegt es vielleicht am Ball? Ist immer eine ganz, ganz willkommene Ausrede. Ja, dadurch, dass es aber ein anderer Ball ist, wie im Spiel zuvor, da kann es daran wohl nicht